Naja, wenigstens ein paar vor dem Tod gerettet. Achso, die hauen ab, okay. Das wäre jetzt mies gewesen, hinterher zu rennen und die umzubringen. Das wäre echt mies gewesen. Ah, er ist schon wieder. Hat er den anderen gerade gehauen? Nee, er hat mich getroffen. Wieso? Mist, ich brenne auch. Na. Lass das. Nein. So. Irgendwer schießt da. Oder versucht es zumindest. So, ich plünder mal. Okay. Oh nein, nicht schon wieder so einer. So. Schloss. Ich mag die nicht. Hier. Ich weiß auch gar nicht, ob diese flinken Heinis schlimmer sind als diese Speerträger. Bin mir unsicher. So, was ist denn mit dir? Nicht schlafen. Töten. Jetzt muss ich noch Volkes Vorräte vernichten. Kriegen wir auch hin. So, aber bevor wir das tun, einmal. Zack. Und da fällt mir auf, ich sehe das schon die ganze Zeit, dass ich meine Rüstung theoretisch aufskillen könnte. Die haben alle. Ja, achso, das sind meine Waffen. Aber sonst haben die alle in etwa so viel, also 5 Punkte. Gucken wir doch mal, wie viel wir damit hinkriegen. Bisher geht's ja noch, ne? Wie viel würde der kosten? Oh, ein bisschen mehr. Warte mal, wir haben jetzt... Den müsste ich noch machen. Den. Und den. Kann ich den jetzt nochmal auf... Na, okay. Schade. Wäre das noch gegangen, dann hätte ich das gemacht. Wie viel wollt ihr denn jetzt haben? 90. Ich glaube, jetzt würde nichts mehr. Gut. Zumindest haben wir ein bisschen geschafft. Und ich habe natürlich gleich wieder mehrere Quests angenommen. Das hat zu weit rausgezoomt. Hier würde ich sagen. Was stand da? Die Kornspeicher sollen wir in Brand setzen. Okay, ihr macht euch hier gemütlich. Brauche ich irgendwas zu essen? Nö, ne? Nö. Und wir gucken derweil mal, dass wir ein bisschen zündeln können. Ich finde das gut, dass wir tatsächlich ein paar Leute überreden konnten, nach Lunden zu gehen. Ich sollte mein Gesicht. Die Guldefahrt gibt es nur Bauern und Kornsilos. Ober wird in der Nähe sein. Da ist er doch schon. Hallo. Alles bereit? Für eine Stadt der Bauern und Hirten gibt es hier ziemlich viele Schwerter. Einer von ihnen sieht aus wie ein Tarn. Hat ein paar üble Kerle dabei. Er ist ins Langhaus gegangen. Wenn wir aufpassen, wird der Tarn es vielleicht nicht bemerken, wenn wir die Silos anzünden. Soll das ein Scherz sein? Sollen die kommen? Ich habe ewig keinen fähigen Sachsenkrieger mehr getroffen. Okay. Wir haben hier einige Schätze. Und ich würde gerne mal was kaufen gehen, bevor ich hier die Feuerpfeile raushole. Na, nicht gucken. Guten Tag. Was kann ich dir heute anbieten? Ich nehme alles mit, was du hast. Wenn ich es mir dann leisten kann. Hat er recht. Es
kannst du sicher gut gebrauchen. Das brauche ich eigentlich nicht mehr, aber das hier kann ich immer gebrauchen. Genau wie das. Das jetzt eher nicht so. Eines meiner besseren Stücke. Den Kauf würdest du sicher nicht bereuen. Kritischer Schaden wird nach Abschlüssen erhöht. Angriff plus 4. Angriff plus 4 ist eigentlich ganz cool, ne? Lager heißt, er hat davon nur eins auf Lager, ne? Also ist das nicht so, dass ich da schon eins auf Lager von hab. Ach komm, brauchen wir nicht. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Wir sehen uns später. Ist das wirklich so dunkel? Das sieht echt dunkel aus, ne? Ich weiß gar nicht warum. Bei meinen Ansichten ist es nicht so dunkel irgendwie. Hallöchen, Pater. Schön, dass du da bist. Ich wollte gerade gucken, ob ich es ein bisschen heller machen kann, damit das auf dem Handy nicht so dunkel aussieht. Gibt es denn hier irgendwie sowas? Auflösung, Seitenfan, aktiver Monitor. Grafik. Übersehe ich das gerade? Bildschirm. Hier? Ah, hier. So. Ist das besser so? Ich glaube ja, ne? Übernehmen wir einfach mal. Bei mir geht's noch. Ich hoffe, man sieht jetzt im Stream auch genug. Obwohl, das schwer zu sagen. Schwer zu sagen, hier, wenn ich mehrere Bildschirme habe. Egal, wir gucken mal, wo wir eigentlich hin wollten. Wir wollten die Kornspeicher kaputt machen. Das kann ich doch bestimmt am besten von oben. Komme ich irgendwo hoch? Warte mal, da oben. Von der Burg aus. Ach, oder Kirche. So. Theoretisch müsste ich ja, wenn da oben irgendwas ist, was brennt, einfach Feuerpfeile verschießen können, oder? Da ist zum Beispiel was. Hier leider nicht. Warte mal, kann ich vielleicht... War denn das Fackel? Kann ich jetzt meinen Bogen an der Fackel? Ja, geht. Aber jetzt treffe ich den, glaube ich, nicht, ne? Mist. Brennt er noch, wenn ich hier oben bin? Ja, der brennt noch. Alles klar. Ja, es geht. Das war einer. Jetzt muss ich gucken, wo der andere ist oder wo die anderen sind. Da hinten ist noch einer. Meine Fackel ist nur weg. Kann ich die hier irgendwie hier vorne hinlegen? Reicht das? Warte. So. Mal gucken, ob wir da ankommen. Oh. Alter, wie weit schieße ich denn? Na, das war falsch. So. Hallo? So, nochmal. Ja, genau. Ich zück mich an meiner Fackel an. Das ist doch unfassbar. Ja, der hat getroffen. Da hinten ist noch einer, ne? Guck mal, da auch. So. Kann ich hier nochmal einen Pfeil anzünden, bitte? Hallo? Mist, geht nicht. So, nochmal. Jetzt. Okay. Zack. Und... Bup. Das ist der nächste. Ich glaube, den da hinten zu treffen, wird ein bisschen schwieriger. Was siehst du? Da hinten... Oder da ist noch einer. Und... Also, wenn ich den von da treffe, ne?
Das wäre schon nicht schlecht. Ist aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlich eher von dem Haus. Aber den könnte ich noch treffen und den da vielleicht auch. Ich markiere mir die mal. Warte, wo ist der andere jetzt? Da ist noch einer. Einer fehlt noch. Da. So. Dann gucken wir doch mal. Das könnte echt schwierig werden. So. Okay. Ich ziehe mal hier so hin. Oh, nicht mal annähernd. Ich will runter. Ah. So. Ich probiere es nochmal. Und ziel auf die Baumwipfel. Deine Flügel. Nee. Nee, das wird nichts. Ich glaube, ich muss da tatsächlich hin. Okay. Komme ich hier runter irgendwie? Ja. So, dann können wir eigentlich direkt von dem großen Langhaus schießen. Ja, das war so klar. Entschuldigung, ich bin gar nicht da. Da hat keiner gesehen. Okay, jetzt hat jemand gesehen. Verdammt. Nein, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Genau, Opa ist schuld. Das sind nicht wir sind schuld, Opa ist schuld. Ja, ja, keiner sieht uns. Nein, 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 nein. Nein. Fällt auch überhaupt nicht auf. Ich bin der dorfbekannte Zaunlatscher. So, jetzt lass mich mal in Ruhe, ich muss hier hoch. Ich hoffe... Das Haus brennt nicht ab, wenn ich da jetzt eine Fackel hinwerfe. Das ist, glaube ich, ein bisschen unpraktisch, wenn das passiert. Aber ich gehe fast davon aus, dass das passieren wird. Warte mal, kann ich? Ich würde das gern von oben machen, weil man mich dann nicht unbedingt sieht. Die Frage ist, und ich werde das bereuen, geht das? Brennt mein Pfeil? Jetzt brennt er. Pfeil. Pfeil brennt. Und ein noch. Ich glaube, der hat getroffen, ne? Wir schleichen nicht wie Feldmäuse. Ja, sehr schön. Coole Sache. Ich freue mich ein bisschen, dass das geklappt hat. Damit können wir nämlich zum nächsten gehen und damit verheere die Festung in Brinkelsborde. Und was soll ich hier machen? Vernichte Volkes Vorräte. Dann gehe ich doch zuerst hier hin. So, Jungs. Ja, hey, gefällt mir. Ich werde gern angefeuert. So, und das sieht jetzt auch einigermaßen gut von der Helligkeit. Zumindest auf meinem Handy aus. Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen aussieht. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu hell. Es ist immer schwierig einzuschätzen. Aus irgendeinem Grund geht wahrscheinlich ein bisschen Dunkelheit verloren. Ein bisschen Helligkeit verloren beim Codieren und Rausschicken und dann von Twitch wieder... neu kodieren und was weiß ich nicht, was da alles passiert. So. Soma, was geht hier vor sich? Banditen machen sich die undurchsichtige Lage in Sud-Sexe zunutze und bereichern sich. Odin wacht über uns. Brennen wir hier alles nieder. Fulke wird keine Waffen mehr von hier geliefert bekommen. Wir könnten uns auf sie stürzen, wenn sie abgelenkt sind. Sicherer wären Feuerpfeile. Wir legen Feuer aus der Ferne. Sie werden sich zerstreuen wie Katzen. Eine gute Entscheidung. Einverstanden. Wir haben schon einen verloren. Wir müssen nicht noch mehr riskieren. Bereithalten, Eivor. Wenn sie uns sehen, greifen sie an. Ja, ja. Wir müssen die Männer schützen. Ach so, die schießen jetzt. Ich dachte, ich darf schießen. Rennst du jetzt alleine los? Lass das.
Okay. Weg, Freundin. Die Frage ist, was hiervon soll ich jetzt... Okay, ich hätte das ein bisschen subtiler gemacht, aber gut. Warum nicht so? Hä, mit wem prügeln die sich da? Sind das die Banditen? Mit denen? Ja, ne? Die prügeln sich jetzt mit Banditen. Okay. Oh, da unten gibt's auch Haue. Was willst du denn da unten? Lass mal meine Bogenschützen in Ruhe hier, Kollege. So. Nein, die da. Den bitte. Au! Einfach wegignoriert. Hä? Nicht blocken. So. Okay, wo ist der andere da? Ich werde euch den Chaos machen. Spar deine Kraft, Eivor. Es könnten noch mehr. So. Na, 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 na. Komm her hier. Au. Gut, dann halt nicht. Arschloch. So. Gut, wer ist denn hier noch? Euch geht's gut da oben und denen geht's gut. Lass mal bitte Soma in Ruhe. Die fetzt. So. Jetzt nicht nachlassen, Soma! Wo kommst du denn her? Komm doch hier nicht einfach so rangesprungen. Ah, sollst du ein Boss sein? Ich muss sagen, ist der ein bisschen buggy gerade? Der ist schon wieder verbuggt, ne? Ja, ist er. Ja. So, greifst du wieder an? Nö. Genug. Die Kauern leer tanzen die Feuerzungen. Bald wird alles zu. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber offensichtlich ist das Spiel doch an einigen Stellen schon ein bisschen verbuggt. Sind zerstört. Hier werden keine Waffen mehr her. Ich meine, bisher noch keine Game-Breaking Bugs, aber dennoch. Alles klar. Oder das war einfach seine Art zu kämpfen. Könnte auch sein. Glaube ich nur irgendwie nicht. Gut. Dann ab die Fahrt. Menhire. Einige große Steinanordnungen scheinen eine mächtige Energie... Achso, das, ja, die haben wir auch schon. Die haben wir doch auch schon alle. Nein, nicht schon wieder. Okay. Dann hoffe ich, dass ich bald mal Fulke eine einen Latz geben kann. Und dann am Ende, das habe ich ja beim letzten Stream am Ende schon gesehen, der Ordensführer sah aus wie Alfred. Also der Schatten zumindest. Was ist denn hier los? Wieso ist das so neblig? Was eigentlich eine coole Taktik ist, ne? Wenn man Nebel erzeugen kann oder Rauch. Rödlisworde. Ein waldsächsischer Schwerter wartet hinter diesen Mauern aus Stein. Ich sollte Basim aufsuchen. Er muss in der Nähe sein. Ja, der ist in der Nähe. Und was ist mit dem? Hat er keinen Bock? Ey. Was hast du herausgefunden? Breglisworde ist voller Wachen und Nachschub kommt über den Fluss. Zwei von Fulkes besten Leuten überwachen alles. Wir sollten diese Anführer töten und ihre Schiffe verbrennen. Geschlagen und verängstigt werden sie Fulke in Portcaster kaum helfen können. Menschen sorgen sich in ihrer Angst nur um sich. Guter Plan.
Die Karte. Sabotiere Brickleswade. Ein Anführer ist in der Festung. Ein Anführer ist beim Hafen. Verbrannte Boote. Warum habe ich schon Boote verbrannt? Ist das so nebenbei passiert? Okay, wir schauen mal. Da hinten ist, glaube ich, ein Anführer. Ich gehe mal davon aus, da werden die Boote sein. Oder der andere Anführer. Also ich muss so oder so da rein. Zack. Was? Wieso hast du mich gesehen? Na. Ich räume hier alles auf. So. Oh nein, da oben ist so eine komische... Wie heißt die nochmal? Au! Ist sie nicht. Ich dachte, das wäre so ein Katapult, aber das ist nur ein Armbrustschütz. So, oh, hi Bastian. Schön, dass du hilfst. Danke. So war. Wer schmeißt hier? Komm her. Oh, Basti hilft ja doch. Alles klar. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so sneaky, wie es gedacht war, aber ich bin nicht schuld. Das war ich nicht, das war vorher schon kaputt. Oh, Entschuldigung. Nein. Hier. Ah nein, nicht schon wieder so einer. Da schießt doch schon wieder was. Da oben. Nein. Warte. Ach Mist. Warte, ich komm vorbei. So treffe ich dich ja nicht. Ach so, natürlich. Ganz klar. Okay. Hast du gerade irgendwas geschmissen? Oder? Was ist mit dir? Lass das. Ey! Achso, ich kann hier gar nicht abwehren. Dieser Angriff aus dem Sprung heraus, der sieht viel schlimmer aus, als er ist. Das stört die meistens irgendwie gar nicht. Guck mal da unten. So. Okay. Basim kommt klar. Und er brennt da immer noch. Das ist. Okay. Er hat gefragt. Einer ist tot. Der Verbliebene sollte irgendwo in der Feste sein. Au! Auf dem Weg. Habe ich die Boote damit alle erledigt? Nein, habe ich nicht. Ein Boot fehlt noch. Moment, dann machen wir das zuerst. Was mit ihm hier? Hä? Ich drücke F. Es geht nicht. Wisst ihr was? So. Wenn er nicht will... Guck mal, die Kette könnten wir doch eigentlich auch. Es geht wirklich nicht. Also E geht. Aber F geht nicht. Komme ich da nicht ran oder warum nicht? Will er nicht machen. Dann halt nicht. So, ich kümmere mich mal um die Kette. Zack. Hier war ich schon. Die Kette habe ich schon mal geöffnet. Ich brauche ein weiteres Boot. Wo soll das sein? Ja, was du willst. Komm, geh weg.
Das da, nee. Das ist auch kaputt, oder nicht? Du kannst nicht fliehen. Au! Ah, da! Warte. So. Die Sachsen werden nicht mehr segeln. Okay, das haben wir damit. Hä? Ist das der letzte Herr, der Bannherr? Wer bist du denn? Du siehst nicht aus wie ein Anführer. Was? Was ist das? Da guckt ein Fuß raus. Au. Da kommt noch einer. Rennst du mir nicht schon den ganzen Tag hinterher? Hast du nichts zu tun? Schluss damit jetzt. Hier. Mein Pfeil, gib den wieder her. Okay, ich muss sehr weit weg und ich kann wahrscheinlich keine Schnellreise nehmen, habe ich mir gedacht. Auch nicht. So, ich will eigentlich... Warte mal. So, ich will eigentlich nur los, wollte ich gerade sagen. Aber die wollen mich nicht lassen. Und die beiden kriegen hier... Das ist nur einer. Der kriegt gar nichts mit, oder was? So. Jut. Tschüssikowski, sage ich dazu mal. Und ich kann immer noch nicht. Verdammt. Na komm. Komm. Lass mich mal wieder aus dem Kampf raus jetzt hier. Ich sollte zum Lager zurückkehren. Ja. Daran arbeite ich gerade. Horn. Pfeifen. Angeln. Das hatten wir doch hier alles schon. Ich sehe gerade, ich habe schon wieder einen Punkt. Zack. Zack. So. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt nach Fulke können, beziehungsweise Sigurd retten. Oder ob noch weitere Vorbereitungen nötig sind. Ich gucke hier gerade nach Bären oder sowas. Da! Gut. Dann schauen wir doch mal, was die Jungs und Mädels hier zu sagen haben. Ist Gudrun wieder da? Hallo, schreib mich doch nicht so an, Mann. Was macht ihr denn da? Männer, die auf Pilze starren.